Das Ausmaß der Zerstörung ist noch immer sichtbar. Die Fassade ist zwar schon verputzt, die Farbe fehlt aber noch. Ja, also wir sind immer nur am Saubermachen. Aber ja, man gewöhnt sich halt an die Umstände. Wir haben jetzt unser neues Couch bekommen. Also man gewöhnt sich halt, in der Situation zu leben. Rückblick. Auf der alten Couch sitzt Melina Herold mit ihrer 2-jährigen Tochter, als am 6. Juli ein führerloser Bus in ihre Hauswand kracht. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Busfahrer an einer nur knapp entfernten Haltestelle ausgestiegen, um eine defekte Tür zu inspizieren. In diesem Moment rollt der Bus los, fährt die Straße hinab und knallt in das Mehrfamilienhaus. Auf dem Weg überrollt der Bus eine 59-jährige Frau, die wenig später an den Folgen des Unfalls verstirbt. Die Polizei hat inzwischen ein Gutachten des Unfallhergangs an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Jetzt muss nämlich entschieden werden, ob der Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Körperverletzung angeklagt wird. Mit einer Entscheidung ist Anfang kommenden Jahres zu rechnen. Seit dem Unfall ist viel passiert. Handwerker waren vor Ort, reparierten die Außen- und Innenfassade. Auch die Fenster wurden ausgetauscht. Die 4 Familien im Haus hatten also Glück. Auch Familie Fischer, die sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise nicht in ihrer Wohnung aufhält. Da, wo der Bus reinfährt, das sind durchaus auch die Kinder. Das sieht man ja, die spielen hier und rennen hier rum. Ne? Wäre das zu einer Zeit gewesen, wo die nicht in Kita und Schule waren, wer weiß, wie es gekommen wäre. So sind wir ja wirklich mit dem Schreck davon gekommen. Es ist keinem von uns was passiert, was ja leicht hätte der Fall sein können. Auch wenn die Familien mit dem Schreck und einer kaputten Fassade davongekommen sind, der Unfall hat seine Spuren hinterlassen. Man hat immer Angst, dass da wieder was passiert. Also das bleibt ein Trauma, denke ich mal, ein paar Jahre lang, bis man das tatsächlich auch verarbeitet. Ja, sag ich mal, man erholt sich, aber man vergisst das nicht. Also sobald ein Bus wieder vorbeifährt, ist man aufmerksam. Schon bald wird Familie Herold umziehen, das war schon vor dem Unfall geplant. Da sich die Bauarbeiten in der neuen Bleibe jedoch verzögerten, blieben sie länger als gewollt in dem Haus. Dennoch, und das ist das Wichtigste, sie blieben dort unverletzt.